Hallo Berglauffreunde, wir sind heute hier beim Sagrazer Wirt, unseren Startplatz für den alljährlichen Mocher Berglauf, und wir werden eng gemeinsam jetzt ein bisschen die Strecken vorstellen. Sehen wir uns im Mittellauf. So, noch ein bisschen einlaufen, wo es eher grot war, jetzt haben wir jetzt Maria Dornach die Kirchen erreicht und jetzt beginnt eben der anspruchsvolle, steile Teil für uns. Es sind fast 1500 Höhenmeter und es geht nur bergauf, also ihr könnt eigentlich wirklich auf was freuen. Ja, ist ein Traum. Also das erste Teilstickel haben wir jetzt geschafft. Warum Teilstickel? Weil im Mocher Berglauf kann man auch als Staffellauf mit vier Teilnehmern. Das stimmt mit den vier Teilnehmern und das ist das leichteste Stück. Wir haben erst 177 Höhenmeter geschafft und ca. 1,6 Kilometer. Jetzt kommt ein ganz kurzes Teilstück, aber sehr steil. Wer jetzt noch nicht schwitzt, ist entweder super trainiert oder übernimmt gerade den dritten Teil von der Staffel. Wir sind da beim Bielgratzer. Da ist unsere erste Lavestation. Da könnt ihr mal einen Schluck trinken, einen Becherle nehmen, einen Schwamm. Und wir haben jetzt auf einen Kilometer ca. 300 Höhenmeter gemacht. Das ist ein Traum. Die Hälfte, zum Glück noch Blick ist geschafft. Circa die Hälfte vom Lauf ist geschafft und man sieht das erste Mal das Ziel. Da oben ist er. Unser Mocher-Gipfel. Das Ziel vor Augen. Wir haben den Glocknerblick erreicht. Von da sind es nur noch eine Stunde zum Mocher-Kreuz. Da ist die letzte Lavestation. Stärkt sich noch einmal. 400 Höhenmeter voller Spaß und Panorama warten auf euch. Bis jetzt war es schön und das Schluss war da schön. Ja.